Cool. Der Begatonator. Na, das hört sich ja schon mal super an. Begatonator. Ah, wir könnten auch ein bisschen. Könnten uns eigentlich hier voll fett bedienen. Na, mal gucken, doch brauchen wir ja nichts. So, das können wir dann mal recyceln, sobald wir. Sobald Laura wieder da ist. Oh, wer war denn das? Ja, und gleich wurden wir befördert. Super! Laura wurde befördert zu Autorin. Solange dir deine Kreativität nicht abhanden kommt, wird dir deine Arbeit Freude machen. Ein Block Papier hilft leider nicht immer, aber wenn du weiterhin solch einen guten Job machst, wirst du vielleicht sogar befördert. Laura muss ab sofort von 9 bis 15 Uhr arbeiten. Laura hat heute 525 Simoleons verdient und erhält einen Bonus von 1050 Simoleons. Sehr schön. So leicht müsste es mal im wahren Leben gehen mit der Beförderung. So, dann werde ich gleich mal Michael einladen. Vielleicht können wir ja mit ihm dinieren. Michael Fuchs. Einladen. Gut. Wo willst du hin? Du gehst hier nirgendwo hin. Wo bleibt er denn? Da kommt er. Nee, spielen nicht. Reden. Wir tun erstmal ganz viel jetzt mit ihm. Reden, 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 reden. Reden. Bisschen prahlen. Reden, tratschen. Spielen. Kitzeln. So, dann mach erstmal. Irgendwie geht's nicht voran. Machen wir mit Michael, genau. Ich glaube, wir müssen mal die schweren Geschütze auffahren. Bisschen mit Michael flirten und so. Ich warte mal, bis die den Müll weggebracht hat, weil ansonsten lässt die den wieder fallen. Dankeschön. Nee. Flirten. Bisschen schmeicheln. Zweideutige Anspielung. Okay, das will er nicht. Wie wär's damit? Ja. Ich schmeichle ihm jetzt mal ganz viel, weil das scheint zu klappen. Okay, dann machst du das doch nicht. Was war's denn? Zweideutige Anspielung? Was jetzt so gut gewirkt hat?
Ja, es war zweite Liga Spieler. Hier, ich bin gerade beschäftigt. Ruft später an. Irgendwie muss man jetzt mal vorankommen. In dem Zimmer abchecken. Vielleicht klappt ja auch im Garnen. Ja, sie ist schon mal wieder verliebt. Können wir ihn auch umarmen? Freundschaftlich natürlich. Ja, das scheint auch zu klappen. Romantisch. Ah, ich weiß noch nicht, ob wir den romantisch schon umarmen können. Tun wir zweimal freundschaftlich und dann tun wir ein bisschen Spiel. Ja, Laura. So, scheint ja beiden ganz gut gefallen zu haben. Wo will Laura hin? Zerstampfen. Oh, Laura. Die sind auch sowas von uninteressant. Aber wir könnten Abendessen servieren. Spaghetti, immer gut. Ja, er beschäftigt sich mit dem Ding wieder da. Macht das. So. Mal alle zum Essen rufen hier. Wo ist Michael? Ach da. Hui. Travesty love of room. Ever room of Matisse? Oh, voilà. Also, Laura scheint ja die total tollen Manieren zu haben. Wie man sieht. So, Laura ist müde. Was macht Michael da? Ach, abwaschen. Ja, das ist doch mein Gentleman. Oh, die zwei Teller könntest du auch noch abwaschen. So, dann geh mal schlafen. Also sie sind schon mal wieder verknallt in Michael. Ist schon mal sehr gut, aber... Naja. Da fehlt noch das gewisse etwas. Oh, jetzt ist er weg. Ich wollte gerade sagen, wie lange bleibt denn der? So, Laura, wird aufgestanden. Du kannst ja noch einen Kaffee trinken. Ach nee, heute ist Samstag. Hey, das trifft sich gut. Also da haben wir heute einen ganzen Tag Zeit, uns mit Michael anzufreunden. Das ist sehr gut. Da laden wir gleich wieder ein zum Frühstück. Los. Moment, anrufen, Sim. So, hier jetzt mal auf hier. Kaffee trinken. Laura hat heute frei. So, klar einladen. Einladen. Gut. So, umziehen. Auch wenn wir bei ihm ankommen wollen, wollen wir nicht Nachthemd vor ihm treten.
dann Frühstück servieren. Pfannkuchen. Du musst mal Michael begrüßen, ehe du weitermachst. So, weiter zubereiten. Was? Wie jetzt? Okay. Wabi. Liebling. Zaboom. Sie tun sich erstmal knutschen zur Begrüßung. Warum auch nicht? Da kommt mir so eine Idee, was wir ausprobieren könnten. Ich hoffe, das klappt dann auch im Endeffekt. Oh, Laura hat einen Kochpunkt erreicht. Ach, Laura hat immer noch Hunger, was ist denn da los? So, vielleicht können wir zweideutige Anspielungen jetzt machen. Obwohl, die haben wir ja die ganze Zeit gemacht, ne? Ich glaube ja. Tun wir mal anmachen. Ja, das scheint ganz gut zu klappen. Ein bisschen flirten noch, ein bisschen anmachen. Bisschen schmeicheln. Und dann können wir ja mal versuchen, flüchtig zu küssen. Ich hoffe, das klappt auch. Okay, das klappt schon mal nicht. Scheiße. So schnell kannst du wieder zurückkommen. Ich will dich noch mal ein bisschen küssen. So, klappt es denn auch zärtlich? Ja, das klappt auch. Dann klappt doch bestimmt auch romantisch umarmen. Ja. Oh, Michael, könntest du dich jetzt wieder an uns verknallen, uns verlieben, was weiß ich nicht? Im Übrigen ist das Bad eine super Location dafür, zum Flirten und so. Geht schon Händchen? Händchen halten geht schon mal nicht. Aber küssen und alles, ja, ja. Ist klar. So ist Küssen, damit du wieder verknallt bist. Ach, das ist anstrengend hier. Geht schon romantisch küssen? Los, das muss gehen.
lovely dog. Oh. Oh. Oh.